Zeit ist irgendwie alles peinlich, was nicht gerade alltäglich ist oder so. Verstehe ich nicht. Yeah, eine unsichtbare Mauer. Eine hohle Mauer. Sehr gut, MGD. Das hat die prima gelöst. Ich kann durchschauen. Hey, so etwas macht man in 2 Sekunden. Dann hat man dann die Textur von der anderen Seite einfach dort wieder hin platziert. Das ist nicht irgendwie Skyrim oder so, wo alles sehr detailliert anders aussehen muss und so. Das ist direkt nur Kack-Grafik, alles mögliche. Sieht man an den Bäumen, sie sehen alle gleich aus. Und einfach kurz, 5 Sekunden, kurz ein paar Sachen hingeploppt. Man kann Regnum nicht mit Skyrim vergleichen, es ist komplett etwas anderes. Regnum ist eher Fantasy, auch wenn es sehr viele Rollenspiele und Teile hat. Aber es wird halt nicht auf die Echtheit geschaut. Also, die Grafik ist auch eher ein bisschen comichaft. Da bin ich ja jetzt nicht so streng. So, die Werwölfchen sind hier unten. Wenn sie noch da sind. Ja, sind noch da. Hallo Werwölfchen. Ist heute aber schon wirklich. Das Angreifen, wenn ich die Maustaste drauf halte. Ja, hier ist auch mal so ein Schuss. Schatz. Ach komm. Die Koalitionsboxen sind auch ein bisschen komisch. Meistens zu klein aus der das Monster Sattel so. Kann man sie nicht auswählen. Ja, 39. Spaß wäre. Boom! Oh, das Mal ist aus. Wir kommen relativ schnell wieder nach oben. Und haben es gut überlebt. Weil immer ein Top-Pfeil sagt, es ist ein richtig schlechter Skill und so. Aber es ist einfach der beste Skill, den ich momentan zur Verfügung habe. Ja, okay, er ist kein AOE, aber ja, weil es wenig Spiele sind, braucht man ja auch kein AOE. Boah, es sind schon wieder viele Wölfe hier. Die heulen die ganze Zeit rum, sind solche Pussys. Wenn ich an Pussy denke, denke ich immer an League of Legends. Weil da alle trollen müssen, sobald irgendetwas nicht richtig wird. Oder man extrem feedet oder solche Sachen. Ist ja mega schlimm, muss man richtig Pussy machen. Hey, ich kann das nicht. Ich muss weg. Ich gehe auf K. Ich will nichts mehr von diesem Game wissen. Oder Trollen.
Das nervt auch, immer wieder getraut. Da hat einer in einem Game die ganze Zeit gekillsteed und hat aber am Schluss mehr Tote gehabt als Kills. Für 16 zu 14 oder so. Und ich hatte mehr Kills. Viele Gegner, wenn die nichts tragen. Okay, ich gehe jetzt weg. Kein Bock mehr. Und diese Warterei bockt man auch nicht mehr. Ich hab gespammt. Also. Monzocken, ja. Also muss ich jetzt nach Monzocken, ja. Komm bitte, ein Quest, die mal Belohnung gibt in reichlicher Höhe. Aber das ist hier in Rechnung so wahrscheinlich wie Unwahrscheinlichkeit. Also. Edelstein habe ich auch noch nicht gefunden. Gibt mal langsam Zeit. So ein mit Verzauberung drauf. Wenn es nur irgendwie 2 Attack Speed oder sonst was ist. Ich will einen. Schuhen. Ja, ich bekomme nicht mal etwas. Wo muss ich jetzt wieder hin? Hauptstadt. Gehen wir lieber nach Hauptstadt zuerst. Ich wollte eigentlich nach Hauptstadt, aber wir könnten hier mal eine Reisequest anfangen. Oder war wieder gleich. So, besser schauen. Oh, das Keki Hellcat Zeller. Wo ist das Keki Hellcat? Oder? Ich muss doch nicht ins Hirti sagen. Ist ja unmöglich. Ja, ist ein Bug. Das zeigt einfach die Quests überall, wo die Windanhänge sind. Das bringt ja sehr viel. Ja, also, wir gehen nach Hauptstadt. Da gibt es 2 Quests. Question.
Schütze aus Alsius. Sehr guter Name. Da wissen alle, ah, ein Schütze aus Alsius. Mehr bringt's auch nicht. Muss unsere Fk-Truppe. Und Tod. Ich hab nur Loot. Nur Loot. Ich steh's nicht. Sein und ein Spiel entwickeln, das eigentlich gar nicht geht. Das völlig schlecht balancierte Sachen hat. Trotzdem mag ich's. Ja, ich sage eigentlich fast immer das Negative, aber es gibt so viel Positives eigentlich. Die offene Welt und alles mögliche. Also zum Beispiel in die Elder Scrolls Online, da kann man nur in Instanzen miteinander kämpfen und so. Das ist mega langweilig. Hier kann man in Echtzeit gegeneinander kämpfen, egal wann und wie und weshalb. Ist nix. Den muss man sicher jetzt bald auch besiegen, oder? Ja, der ist zwar legendär und nicht anführen. Nein, der müssen wir nicht besiegen. Den machen wir dann mit einem Clan oder so. Wenn ihr Lust habt. Aber eben, bis jetzt ist es leider noch ein bisschen komisch. Sprechen mir zwar immer wieder Leute an, sie wollen gerne mit mir Rechnung spielen, aber was bringt es, wenn sie nicht kommen? Ich bin ja fast täglich immer wieder online hier. Ihr müsst mich nur anschreiben, dann seid ihr zu fein. Nein. Ich hoffe es nicht. Let's Play macht dann viel mehr Spaß, wenn ich dabei sein. Und ist jetzt nicht unbedingt auch mit moderieren und so. Aber dürft gerne einfach mitreiten, der Party sein, mir ein bisschen helfen oder ich euch helfen oder so Sachen. So, jetzt schauen wir mal. Ja, verstehe ich jetzt nicht.